Ist das das, was ich denke? Ender Creeper? Hallihallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Minecraft Epic Craft. Yo! Ihr fragt euch jetzt sicher, what the fuck, wo ist der Typ? Ich bin 700 Blöcke weg vom Spawn. Ich habe also eigentlich schon eine Folge aufgenommen, aber irgendwie dann doch nicht aufgenommen. Und ja, also ich habe nicht viel. Ich habe den. Da, wo wir waren, im Hintergrund war ja ein Spawner. Da habe ich die Kiste ausgeräumt. Da war hier ein paar Sachen drin. Und sonst bin ich eigentlich nur hier hingelaufen. Ich habe halt bemerkt, dass wir im. Wie hieß es, Rainforest waren, und also Regenwald, und im Regenwald ist die Temperatur sau hoch und deswegen schwitzt man. Ja, und verliert saumäßig viel Wasser und kriegt dadurch Durst, und deswegen muss man eigentlich in so ein, in so eine Savanne, ne, beziehungsweise nicht in eine Savanne, sondern eigentlich in so ein Wood, also in so ein normales Biom halt. Hier, Woodland ist eigentlich das Beste. Aber hier haben wir die Savanne und das ist auch cool. Falls ihr euch auch noch wundert, warum ich jetzt nochmal alleine aufnehme, das ist ganz einfach. Heute ist, nämlich auf Dienstag, also heute ist, wenn ihr die Folge seht, ist zwar Mittwoch, aber heute, wo ich aufnehme, ist Dienstag, so rum. Und heute hat die liebe Freundin von Tamstor Geburtstag. Und deswegen kann der natürlich nicht aufnehmen, weil den Geburtstag von seiner Freundin muss man schon feiern, ne? Also, und es wird dunkel, scheiße. Das ist egal, wir holen uns jetzt ein paar Schäfchen, damit wir... Was ist das eigentlich für ein Fleisch? Ha, was mache ich? Was mache ich, was mache ich, was mache ich? Das kann eigentlich weg. Was ist das? Matten. Ja, das ist cool. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Schafe. Wo sind jetzt die Schafe hin? Da waren doch noch ein paar. Hier ist noch eins. Das ist gut. Ganz schön viel. Wir krippen den jetzt einfach weg. So. Hier ist eigentlich ganz gut. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Da sehe ich noch ein paar, wie soll ich sagen, Dinger. Dinger. Hier, Beeren. Weil Beeren sind sau wichtig. Aus Beeren kann man Juice machen. Und Juice ist unglaublich wichtig. Das brauchen wir nicht. Was ist jetzt alles? Jo. So. Was ist das da oben noch? Ja, die habe ich auch noch. Ich muss mal kurz gucken, wie man so ein Sleeping Bag macht. Sleep. Sleeping Bag. 1, 2, 3. Okay, das reicht schon mal, aber hier die Lime. Braucht man 2. Das heißt eigentlich. Brauchen wir ziemlich viele. Ziemlich. Jetzt noch 4 Wolle. Krass. Ich esse jetzt erstmal kurz, dass wir wieder vollen Hunger haben. Die Frage ist jetzt, woher kriege ich Wolle? Das ist jetzt echt eine gute Frage, also vielleicht im Schneebio. Da ist wieder schön buggy, weil der Server gerade down war. Was?
Okay, was ist das? Das greift uns an, ne? Ja, das greift uns an. Wow, 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 wow. Was zum Teufel war das? Stirb. Okay, die sind down. Die sind down, haben wir gut gemacht, haben wir gut gemacht. Jetzt ist die Frage. Was ist denn das hier, Alter? Ich glaube, ich muss mal kurz disconnecten. Multiplayer. Damit der Chunk-Error weg ist. Was ist denn das? Das sieht irgendwie komisch aus. Woo! Aua. Der ist weg. Müssen wir hier irgendwie wieder rauskommen? Da scheint ein Spawner drin zu sein. Ist das das, was ich denke? Ender Creeper? Das war gerade ein Ender Creeper, Digga. Ein Ender Creeper? Im Ernst? Stuff of Traveling. Oh, nice. Also die Stuffs nehme ich gleich mal mit, ne? Dann lasse ich einfach das Holz da. Builder's Wand nehme ich auch mit. Ey, na Logo. Aber ich sollte jetzt echt mal gucken, was ich da lasse dann. Ja komm, die Teile kann ich so einfach. Yenta Wrench. Taumonomikon nehme ich mit, muss man es schon nicht machen. Und dann kann ich mein Holz noch mitnehmen. Die Kisten habe ich vorhin auch da gelassen, ne? Die lasse ich einfach da, die brauche ich nicht. Ey, das ist... Wut! Mumie? Holy crap. Was kommt noch alles? Ey, ernsthaft. Was kommt noch alles? Oh, ah, Schafe. Dann mache ich das mal weg. Hallo? So. Wo ist das hier? Beste 4 Schafe. Dann können wir gleich mal so ein Sleeping Bag machen. Und uns irgendwo einnisten und schlafen. So. Aber ich glaube, wir bleiben einfach in der Savanne. Die Savanne ist irgendwie cool. Tun wir es einfach. Ah! Was ist das? Noch eine Mumie? Och nein. Nicht laggen. Nicht laggen. Nicht laggen. Ich bin tot, ne? Ich dürfte jetzt tot sein. Ach nö, bin ich gar nicht. Warum hat's denn mich gerade rausgehauen? Echt komisch. Na, egal. Kann ich das aufsammeln? Ja. Okay, dann läuft der Server wieder. Aber warum hat es mich dann gerade rausgehauen? Echt komisch. Komm, den killen wir auch noch schnell. Tschu, knapp. Jo. Dann muss ich jetzt das hier setzen. Zack. Und dann war es ja so. Und so. Und dann haben wir uns... Die Scheißviecher, Alter. Verpiss dich. Angry Zombies sind echt... echt heftig.
Okay. Dann können wir noch was anderes machen. Und zwar... Ging das nicht so? Oh mein Gott, Alter, wo kommen die alle her? Meine Güte, Alter. Ah, dann war das mit Loks, glaube ich. Aber es wird ja sowieso wieder hell. Aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich gerade den Drang, hier zu bleiben. Wir suchen uns mal eine schöne Stelle. Hier in der Savanne. Savanne ist cool, da braucht man auch kein Lagerfeuer. Ups. Ja, egal. Wir brauchen was zu fräsen. Fräsen. Naja, egal. Wir bleiben hier. Ja, komm, wir bleiben hier. Ja, eine Savanne ist cool. Hier ist ein schöner See noch, da können wir draus trinken. Das dürfte, denke ich mal, Dings sein. Dürfte das... Ja, komm, das ist wahrscheinlich... wie heißt's? Süßwasser. Wir werden jetzt mal gucken, dass ich hier unser schönes Häuschen hinbekomme. Da hinten liegen auch noch Äpfel rum. Ich frage mich die ganze Zeit, wo die Äpfel hin? Wieso hier so die ganze Zeit Äpfel rumliegen? Und irgendwie die Flint-Sachen halten ja auch nicht viel aus, ne? Die halten gar nichts aus. Aber wenigstens gibt es hier Moos, da kann man es reparieren. Hoffe ich jetzt jedenfalls. Aber ich habe gar nicht mehr, gar kein Moos mehr gesehen. Ich hätte Moos mitnehmen sollen. Also im normalen Tinkers Construct kann man ja Moos benutzen zum Reparieren. Beziehungsweise dann repariert sich selber. Na, müssen wir mal gucken. So. Das ist die Frage. Ich setze jetzt erstmal die Table hier hin. 1 Table, Tables. Ich setze jetzt einfach mal hier hin. Dann kommt das. Dann kommt das. Ist es richtig? Ja. Dann kommt 2 Station und Stencil. Jo. Jo. Normalerweise machen wir das jetzt einfach anders. Kommt nämlich hier die Toolstation hin. Und hier noch das. Und dann können wir nämlich unser Teil hier hin. Und wenn wir jetzt... Das müsst ihr euch einfach... Ups, jetzt nicht rausschmeißen. So, zack. Wenn wir unser Zeug jetzt hier reinlegen... Nee, das nicht, das brauche ich. So. Zack. Das brauche ich auch noch. Zack, zack, zack. Dann, wenn man hier öffnet, kann man mit den Sachen gleich arbeiten. Und muss sie nicht hier drin lassen. Und hier noch einen Ofen hin. Zack. Jetzt sammle ich mal den Erdscheiß hier auf. Beziehungsweise ich muss mal nach hinten wieder und gucken, ob ich so, erstmal so. Ich muss mal gucken, ob die, wie heißt's, die Pattern noch da liegen.
Das wäre natürlich jetzt optimal, wenn die Petter noch da liegen würden. So, jetzt kann ich schon nicht mehr rennen. Mein Sleeping Bag muss ich auch noch auf hinlegen. Liegen die noch? Ah nee, schade, sind schon weg. Egal. War eh nur unwichtiges Zeug. So, oh, 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 ja. Das hätte ich jetzt ganz vergessen. Wir müssen noch einen Waypoint setzen, sonst finde ich das Zeug nicht mehr. Ich hab's jetzt schon verloren. Das ist eine Valkyrie. Ist die cool? Oder will die mich töten? Ich glaube, die will mich töten. Hm. Ist jetzt blöd? Nee, hier sind wir richtig. Ja, seht ihr, ich hätte schon fast nicht mehr gefunden. Okay, das sieht schon mal cool aus hier. Sleeping Bag. Kann man das hier hin? Shift. Armor. Kann. Oder kann ich das nur neben ein Feuer legen? Das ist jetzt die Frage. Oder kann ich das nur nachts auf... Müsste man mal ausprobieren. Ich nehme jetzt hier das Zeug raus und mache das hier rein. Dann kann das braten. Und jetzt muss ich erstmal was essen. So. Wir haben jetzt unser neues Plätzchen. Hier wird unser Gebäude und alles weitere entstehen, denke ich mal. Also wir haben hier keine gute eine viel zu hohe Temperatur. Naja, geht. Wenigstens schwitzen wir hier nicht so. Ich denke mal, hier haben wir auch... Ja, hier ist es Süßwasser. Perfekt. Wir haben viel Platz zum Bauen. Ist eine Ebene. Eigentlich perfekt für alles, was wir vorhaben. Und dann sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und kommentiert. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.